diesem abschließenden Modul geht es um die Nutzung von Medien für den Unterricht. Dieses Video behandelt das Thema Kommunikation, Kooperation und Kollaboration mit digitalen Medien. Mit Hilfe von Webkommunikationstechnologien ist es sehr leicht möglich, einen Experten oder eine Expertin virtuell ins Klassenzimmer zu bringen. So gibt es beispielsweise mit Skype Classroom ein Netzwerk von Lehrenden weltweit. Wenn man aktuelle Informationen über für uns entlegene Gegenden der Welt benötigt, kann man sich live mit Personen aus diesen Teilen der Welt verbinden. Man kann sich aber auch den Experten und die Expertin ins Klassenzimmer holen. Und auch Schülerinnen und Schüler können mit einer Webkonferenzsoftware direkt miteinander kommunizieren und sich austauschen. Apropos entlegen. Hier sehen wir eine Live-Schaltung zu Stefan Schmid nach Obermackersdorf im Retzerland Niederösterreich. Neben dieser Möglichkeit der Kommunikation im Klassenzimmer, im Unterricht, ist auch die Bearbeitung von Dokumenten zeitgleich über das Internet möglich. Welches Tool man für die Kommunikation verwendet, ist abhängig von der Länge und der meist damit einhergehenden Frequenz sowie der Öffentlichkeit der Nachrichten. Aufgrund der Vielfalt der unterschiedlichen Dienste und Anwendungen und deren spezifischen Chancen sowie Besonderheiten ist eine Einteilung nicht immer leicht. Betrachtet man die Pole Öffentlichkeit und Länge, so entsteht folgendes Bild, indem man die Möglichkeiten, Dienste, Tools auf Basis deren Spezifika darstellen kann. So werden E-Mails hier links unten eingeordnet. Der Empfänger, die Empfängerin bzw. die Gruppe der Empfängerinnen und Empfänger kann festgelegt werden. Man hat keine Zeichenbeschränkung und partieller Dialog ist hier möglich. Ein Blog hingegen ist in der Regel öffentlich. Das Wort ist ein Akronym aus Web und Log, also ein öffentliches Tagebuch im Internet, meist zu bestimmten Themen. Auch hier gibt es keine Längenbeschränkung. Microblogging ist die Kurzform davon. Der bekannteste Microblogging-Dienst ist Twitter. Hier sendet man sprichwörtlich eine SMS an die Welt. Lange Zeit hatte man nur 140 Zeichen, mittlerweile stehen 280 Zeichen pro Nachricht, dem sogenannten Tweet, zur Verfügung. Es herrscht eine hohe Frequenz an Nachrichten, lautes Gezwitscher, wenn man so möchte. Auch Instagram ist eine Art Foto-Microblogging-Dienst. Und als eher kurz und dennoch privat können Messenger-Dienste bezeichnet werden. Die Empfängerinnen bzw. Gruppen können dabei festgelegt werden. Spannend ist hier die Mischung aus synchroner und asynchroner Kommunikation. Natürlich gibt es Dienste, die lassen sich nicht so klar zuteilen. Foren in Communities beispielsweise sind halb öffentlich. Die Adressatinnen, Adressaten werden nicht bestimmt. Die Gruppe ist in der Regel geschlossen. Schwieriger einzuteilen sind auch große Plattformen. Diese bieten unterschiedliche Formen der Kommunikation. Diese müsste man dann separat zuteilen. Die Eingliederung von Videotelefonie hier ist zwar möglich, wobei der wesentliche Vorteil dieser Kommunikation über das Internet nicht ganz nach vorgekehrt wird. Skype, Google Hangout und Co. sind vor allem wegen der synchronen Live-Kommunikation besonders wertvoll und werden gerne für Online-Meetings eingesetzt. Damit sollte klar sein, wie man digitale Medien zur Kommunikation nutzen kann und das auch sehr kostengünstig mit entlegenen Gegenden der Welt. Was ist aber der Unterschied zwischen Kooperation und Kollaboration? Sowohl Kooperation als auch Kollaboration bezeichnen Arten der Zusammenarbeit. Wenn man sich die Sache genauer ansieht, so lassen sich die beiden Begriffe doch deutlich trennen. Bei einer Kooperation arbeiten Personen separat an unterschiedlichen Teilen einer Aufgabe. Durch die Arbeitsteilung kann die Arbeit parallel stattfinden. Kollaboration dagegen bezeichnet die gemeinsame Bearbeitung einer Aufgabe innerhalb einer Gruppe. Durch das interaktive Teilen und Diskutieren entsteht ein neues Verständnis des Problems und seiner Lösung. Eine einfache Möglichkeit, gemeinsam gleichzeitig und ortsunabhängig an einem Text zu arbeiten, ist das Medienpad. Einfach bedeutet aber auch, dass es im Funktionsumfang sehr eingeschränkt ist. Mit Padlet können virtuelle Pinnwände erstellt werden
auf die je nach Freigabeeinstellungen mehrere Personen ihre Notizen hinterlassen können. Hier sind die Gestaltungsmöglichkeiten bereits wesentlich höher. Google Docs ist der Klassiker zum Erstellen kollaborativer Dokumente. Die Freigabemöglichkeiten und der Funktionsumfang lassen keine Wünsche offen. Einzelne Personen können zum Lesen, Bearbeiten oder Kommentieren eingeladen werden. Gleiches gilt für Office 365. Und schließlich kann man mit Twiddler nicht nur kollaborativ schreiben, sondern auch zeichnen. Die Freigabe erfolgt über den Link zum Whiteboard. Auch wenn in der Theorie die Trennung zwischen Kooperation und Kollaboration eindeutig ist, verschwimmen die Grenzen dieser beiden Formen der Zusammenarbeit bei immer mehr Tools und Anwendungen im Internet. Wenn wir uns beispielsweise das webbasierte Projektmanagement-Tool Trello ansehen, dann merkt man, dass man hier einzelne Teilprojekte, sogenannte Listen, definieren kann und Gruppen kooperativ an einzelnen Teilaufgaben, das sind die sogenannten Karten hier, arbeiten. Dennoch besteht die Möglichkeit, übergreifend zu wirken und als Team oder mit allen Menschen, die möchten und können, sich hier kollaborativ zu betätigen.